Dieses Video dreht sich um Trichome und um die spezielle Form der Trichome, und zwar um die Drüsenhaare. Ich beginne mal mit den Trichomen. Und zwar Trichome können vorkommen als Wurzelhaare, hier haben sie vor allem den Zweck zur Stoffaufnahme, dann können sie vorkommen an Blättern, sie dienen dabei als Verdunstungsschutz und sie können auch an Blütenblättern vorkommen. Zum Beispiel zur Insektenanlockung. Was ist nun besonders an den Trichomen und was unterscheidet sie nun von den Drüsenhaaren? Und zwar, also sie enden immer spitz. Sie sind mit freiem Auge sichtbar. Sie können ein- oder mehrzellig sein. Beziehungsweise verzweigt oder unverzweigt. Im Gegensatz dazu die Drüsenhaare. Zum Beispiel bei den Lamiazee, also bei den Lippenblütern, wo jetzt der Salbei, Thymian, Rosmarin und so weiter dazu zählt, gibt es zwei verschiedene Formen von Drüsenhaaren, also in Form von einer Drüsenschuppe. Und die Form von Drüsenköpfchen. Also das ist wie gesagt bei der Lamiazee. Und was unterscheidet sie jetzt von den Trichomen? Also und zwar sie enden immer rund. Sie sind mit freiem Auge nicht sichtbar. Am oberen Ende befinden sich ein oder mehrere Köpfchenzellen. Und in diesen Köpfchenzellen befinden sich Exkrete, also zum Beispiel ätherisches Öl oder Bitterstoffe. Und sie werden deshalb auch als zu den Ausscheidungsorganen gezählt. Ich nehme jetzt wieder als Beispiel den Rosmarin. Und zwar haben wir das Trichom in Form von Büschelhaaren. Das hier vor allem als Verdunstungsschutz wirkt. Das sieht dann in etwa so aus. Und es kann hier auch noch eine typische Verzweigung haben. Und die Cuticula sitzt dann natürlich wieder unmittelbar darauf. Also das hier ist die Cuticula. Und hier haben wir eine typische Verzweigung vom Rosmarin.
beziehungsweise vom Büschelhaar. So, hier beginne ich mit der Drüsenschuppe. Und zwar zeichne ich diese in zwei Ansichten. Ich beginne mit der Vorderansicht. Wir haben hier die Epidermiszellen, dann hier eine große Basalzelle, dann rechts wieder Epidermiszellen und auf dieser Basalzelle sitzen dann 8 Köpfchenzellen. Hier zeichne ich jedoch nur 4, da man ja nur von einer Sicht drauf schaut. Und die Epidermis ist wieder von einer Cuticula umgeben und hier bei den Köpfchenzellen hebt sie sich ab. Und zwar hat das diesen Grund, hier befindet sich das ätherische Öl drinnen. Dann hier die Cuticula. Und hier die Basalzelle. Und typisch für die Drüsenschuppe sind eben diese 8 Köpfchenzellen. Und aus der Vogelperspektive würde das Ganze so aussehen. Also hier haben wir die Basalzelle und oberhalb von der Basalzelle befinden sich die 8 Drüsenköpfchen. 3, 4. Und die Cuticula ist natürlich wieder abgehoben. So, dann kommen wir zum Drüsenköpfchen. Das sieht hier so aus. Also hier haben wir eine oder mehrere Stielzellen. Dann wieder eine Basalzelle. Und im Gegensatz zur Drüsenschuppe nur ein Drüsenköpfchen. Und was ich jetzt vergessen habe zu zeichnen, ist die Cuticula. Und zwar die Cuticula ist hier nicht abgehoben. Also sie befindet sich unmittelbar darauf. So, das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch den Unterschied näher bringen. Ciao!